Nehmen Sie mal einen Moment und schließen Sie Ihre Augen. Ich möchte, dass Sie nachdenken. Denken Sie an die Person, die Sie am besten kennt. Ist es Ihre Mutter, die Sie zur Welt gebracht hat, die Sie ernährt hat und Sie aufgezogen hat, bis Sie der Mensch sind, der Sie heute sind? Oder ist es dieser Freund, der in guten und schlechten Zeiten immer für Sie da war? Ist es der romantische Partner, mit dem man so viele intime Erfahrungen geteilt hat? Oder ist es ein Stück Code, der irgendwo auf einem Server sitzt und alle Daten, die Sie im Verlauf der letzten 10 Jahre generiert haben, analysiert? Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass die Menge an Informationen, die wir teilen, uns etwas Neuem an Risiko aussetzt. Risiko, was unsere Privatsphäre, unsere Sicherheit und unser Wohlergehen betrifft. Wettbewerbsrecht, Privatrecht entwickeln sich hier in Europa, um genau diese Risiken anzugehen. Und die anderen Redner und Podiumsteilnehmer haben genau diese Themen bereits angesprochen. Was ich Ihnen jetzt stattdessen anbieten möchte, ist eine andere Perspektive. Und jetzt können Sie übrigens die Augen wieder öffnen. Tut mir leid, hätte ich sagen sollen. Also, ich möchte Ihnen heute, wie gesagt, eine andere Perspektive anbieten, die Perspektive des Einzelnen. Sehen Sie, im Angesicht all dieser Risiken sind wir als Einzelpersonen sozusagen die vorderste Front der Verteidigung. Und doch sagen uns viele 3 Mythen, die wir uns selber glauben. Das sind Mythen, die uns in ein falsches Gefühl der Sicherheit lullen. Und ich möchte diese 3 Mythen, hinter denen wir uns verstecken, kurz erklären. Die erste Mythe: Ich habe nichts zu verbergen. Haben Sie wirklich nichts zu verbergen? Noch nicht mal die eigene Browser-Historie? Ich sehe da doch ein paar Lächeln auf den Gesichtern. Aber was die anderen von Ihnen betrifft, überlegen wir doch mal, wie stehen Sie in Bezug zur Technologie? Wahrscheinlich nutzen Sie Ihr Telefon zum Swipen, zum Browsen, zum Suchen, zum Einkaufen und ich weiß nicht was. Und bei allen diesen Interaktionen teilen Sie Ihre Geisteshaltung. Und man sieht dann Ihre Großzügigkeit als Algorithmus. Das ist ein Algorithmus, der ständig die eigene Einstellung, die eigene Geisteshaltung analysiert und analysiert auch, was man Ihnen zeigen muss, damit Sie weiter engagiert bleiben. Sehen Sie, im Gehirn gibt es einen Belohnungspfad, eine Reihe von neuronalen Zellen, die alles kontrolliert, was man hier hat. Und das interagiert mit den Zellen. Und wenn man diese Interaktion hat, dann hat man vielleicht das Gefühl von Vergnügen. Das ist die Art der Natur, einen dazu zu bewegen, Dinge zu tun, die gut für einen sind, wie etwas zu essen, sich ein bisschen auszutoben. Das sind alles Dinge, in denen man diesen Belohnungspfad aktivieren kann und eben verschiedene Aktivitäten dadurch generieren kann. Die Plattformen, die wir nutzen und die Algorithmen, die ihnen zugrunde liegen, nutzen genau diese Dinge ganz absichtlich aus, damit sie weiter bei der Stange bleiben. Instagram zum Beispiel wird ihre Likes erst einmal da weghalten, damit sie einen dopamingetriebenen Feedback-Schleife eingehen. Und diese Plattformen sind immer klüger geworden, wie sie ihre Daten einsetzen, damit man diese dopamingetriebenen Feedbackschleifen hat. Und sie werden ihnen dann im Gegensatz dazu einen größeren Teil ihres Lebens anvertrauen. 2011 haben wir etwa 46 Minuten des Tages in unseren Handys, den Smartphones verbracht. Jetzt sind es schon 4 Stunden 2018 gewesen. Aber man muss sich ja keine Sorgen machen. Schließlich hat man ja nichts zu verbergen. Ich fürchte, diese Art des Arguments unterminiert alles, denn man geht dann davon aus, dass die einzige Art und Weise, wie die Daten zu ihrem Schaden eingesetzt werden können, ist, wenn man etwas deutlich macht, das sie eigentlich verbergen wollen. Aber leider gibt es viele andere Möglichkeiten, ihre Daten einzusetzen, um ihnen Schaden zu führen. Also kann ich Sie nur bitten, schützen Sie Ihre Daten besser, statt sie einfach überall munter offen zu lassen, weil Sie denken, Sie haben nichts zu verbergen. Das war die erste Mythe. Nachdem wir diese nun abgedeckt haben, kommen wir zur zweiten. Die Gefahr ist ja so weit weg. Wie weit weg ist denn weit weg? Ich habe ja schon gesagt, wie diese Plattformen ihre Daten nutzen, um dopamingetriebene Feedbackschleifen zu erzeugen. Und Sie haben auch gehört, dass in dem Maße, in dem Sie mehr Zeit auf diesen Plattformen verbringen,
Sie Einheiten ausgesetzt sind, die eine ganz bestimmte Agenda verfolgen mit Ihren Daten. Und Sie haben auch festgestellt, wie die ganze Welt, dass alles polarisierter geworden ist. Unsere Möglichkeiten im Bereich KI schreiten rapide fort. Wir sind nicht mehr darauf begrenzt, KI einzusetzen, um Vorhersagen zu machen. Wir können jetzt die künstliche Intelligenz dazu nutzen, etwas zu kreieren. Es gibt zwei Kategorien von Modellen, die erstaunliche Erfolge gehabt haben. Das sind Transformer und General Adversarial Netze. Das sind Feindbildnetze im Grunde genommen. Das heißt, mit diesen Daten kann man Musik und Kunst schaffen, sogar fotorealistische Bilder von Menschen erstellen. Nicht einer von diesen Personen hat es je tatsächlich gegeben. Die sind alle von künstlicher Intelligenz erschaffen worden. In den nächsten 2 Monaten kann jemand, der böse Absichten hat, aber Zugang zu ihren Informationen hat, diese Technik nutzen, um sie sozusagen zu kopieren, eine digitale Version ihrer selbst zu erstellen, die so aussieht wie sie, sich anhört wie sie und sich so verhält wie sie. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihre Daten genutzt werden können, um sie auszubeuten. Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt und andere, die es erst in der Zukunft geben wird. In der näheren Zukunft. Ich möchte Sie daran dazu aufrufen, sich dessen bewusst zu werden. Die Bedrohung ist immanent. Jetzt haben wir diesen ersten Mythos, ich habe doch nichts zu verbergen, abgehandelt. Der zweite, die Gefahr ist ja so weit weg in der Zukunft. Sprechen wir also über die letzte dieser Mythen. Warum denn ich? Nun, mit 8 Milliarden anderen Menschen auf dieser Welt, warum sollte irgendjemand mich darstellen, meine Person annehmen? Die Antwort ist einfach, weil Sie etwas Besonderes sind. Sie sind etwas sehr Besonderes, durch die Augen Ihrer Mutter gesehen. Darum bekommt die Mutter auch von Ihnen ein SMS. Und wenn sie das bekommt, dann wird sie auch reagieren. Und wenn dieses SMS, das Ihre Mutter hält, genauso klingt wie Sie und vielleicht noch ein Bild von Ihnen da wird, dann würde sie doch wahrscheinlich keine Minute zögern, dass das tatsächlich nicht von Ihnen sein könnte. Jemand kann mit böswilliger Absicht Ihre Daten nutzen, um die Personen zu mobilisieren, die Ihnen wichtig sind. Und dann mit einem Malware-Link gibt es nur einen Klick und dann haben Sie auch Zugang zu den Daten, den Informationen und zum Beispiel den privaten persönlichen Gesundheits- oder Krankheitsinformationen. Das wäre heute gar nicht mal so sehr komplex, das zu machen. So wie wir mit der künstlichen Intelligenz stehen, können wir das zwar jetzt noch nicht machen, aber in einigen wenigen Jahren ist das durchaus möglich mit den Fortschritten, die erzielt werden. Solch ein persönlicher Angriff kann koordiniert über viele Millionen von Menschen sich erstrecken. Nicht nur eine Person. Vielleicht sind Sie ja beschützt durch die Tatsache, dass Sie anonym sind im Moment noch. Aber dieser Schutz, der wird in der Zukunft erodiert werden, in dem Maße, in dem KI mehr Fortschritte macht. Nehmen wir also einen Moment, um das Ganze nochmal Revue zu passieren. Wir haben also gelernt, dass wir unglaublich abhängig von Technologie geworden sind und von den Plattformen, die wir nutzen. Die haben uns viele Werte gegeben und uns in vielen Teilen unseres Lebens bereichert. Im Gegenzug haben wir ihnen unsere Daten, unsere Zeit, ja unser Leben gegeben. Und wir haben diesen Austausch gerechtfertigt dadurch, dass wir uns selbst gesagt haben, ich habe doch nichts zu verbergen. Wir haben uns davon überzeugt, dass die Gefahr so weit weg in der Zukunft ist. Und wir haben auch angenommen, dass wenn diese Gefahr überhaupt bestehen würde, dann würden wir durch unsere eigene Anonymität geschützt werden. Mit diesen 3 Mythen haben wir uns ein falsches Sicherheitsgefühl verpasst. Falsches Gefühl der Sicherheit, in dem wir uns wiegen, weil wir das unterschätzen, was an Gefahr mit Daten auf uns zukommt. Deshalb möchte ich Sie bitten, diese Mythen genauer zu begreifen und Ihre Daten vorsichtiger zu behandeln. Vielen Dank. Wenn wir jetzt nochmal das Revue passieren lassen, was würden Sie vorschlagen, sollten wir tun? Nun, da gibt es einige, die man tun kann, statt dass man ein Höhlenmensch wird und irgendwie alchemistisch lebt. Ich glaube, ein Vorschlag, den ich habe, dass man Axiom zum Beispiel nutzt. Axiom, da kann man seine Daten hinleiten. Ein Axiom nimmt das Offline-Verhalten und stellt es in Bezug mit Online-Verhalten. Also Unternehmen wie Facebook, Google und so weiter können daher genau sehen, was sie auch offline kaufen. Also wenn man diesen Link, diese Verbindung erst einmal kappt, dann ist das schon mal ein großer Schritt. Okay, wie kann ein Gesetz uns dabei helfen? Wie können wir alle vorsichtiger sein? Wie kann uns das Recht helfen? Ich glaube, dass Wettbewerbsrecht sehr effektiv war, zumindest
war es effektiv, darin zu sehen, wie die Reichweite und der Einfluss vieler dieser Unternehmen noch begrenzt werden konnte. Und die Frage ist, wie kann man sich davon abhalten, Daten mit anderen Diensten auszutauschen? Wie können wir dafür sorgen, dass diese Daten nicht weiter verbreitet werden, sodass wir mehr Wettbewerb haben, sodass das Recht auch sicherere Dienste anbieten kann? Aber ich glaube, das ist ein Recht, das ist nicht darauf ausgerichtet, uns zu helfen, andere Unternehmen vielleicht zur Rechtfertigung zu zwingen. Es gibt auch Leute, die böswillig handeln, die auch nicht dem Recht unterliegen und sich dem Recht unterwerfen. Und auch dagegen muss man sich schützen. Gut. Tja, was glauben Sie hier vorne, Herr Pozzun? Können wir für Herrn Pozzun vielleicht ein Mikrofon haben? Nun, ich glaube, das Ganze ist sehr beeindruckend. Ich hoffe, Sie überschätzen jetzt nicht die Macht des Wettbewerbsrechts, aber ich glaube schon, dass diese Diskussion zeigt, dass wir an einem Wendepunkt stehen. Und ich frage mich, wie wir die Gefahren, die Sie beschreiben, ein wenig weniger riskant machen, wie wir also die Gefahren etwas reduzieren können, effektiver, zumindest für unsere Kinder oder für junge Leute. Wir sind ja eine Gruppe, aber die nächste Generation, also ich verwende noch nicht mal Instagram. Nein, tatsächlich nicht. Aber wie würden Sie damit umgehen für die Zukunft? Glauben Sie, dass wir da mehr interventionistisch vorgehen müssen? Ja, ich glaube in der Tat, Intervention ist oft nötig. Wir brauchen mehr Gesetze. Ich glaube, uns ist im Moment noch gar nicht bewusst, wo unsere Daten eigentlich sind. Es gibt so viele Dienste, die alle unsere Daten haben und viele Dienste, die unsere Informationen haben. Viele Menschen sind sich dessen gar nicht vollends bewusst. Und ich glaube, Frühbildung ist da ganz wichtig, dass man schon von Anfang an lernt, wie man die Daten schützt, welche Unternehmen die Daten haben und wie Daten eingesetzt werden können zum eigenen Schaden. Aber da sind wir noch wirklich ganz am Anfang. Ja, bitte, Professor Konrad. Als wir angefangen haben, in Wohnungen zu leben, da sind die Leute in Wohnungen reingegangen und haben alles gestohlen, was drin war. Deshalb haben wir Schlösser erfunden und eine Sicherheitsindustrie. Wenn das, von dem Sie sprechen, eine wirkliche Bedrohung, eine oft erlebte Bedrohung für Menschen wird, die im Grunde genommen fast jeden betreffen wird, dann müsste es doch für die Industrie wahnsinnig viel Raum geben, um in Anführungsstrichen Schlösser zu entwickeln. Nicht physische Schlösser, aber doch eben Schlösser, die uns vor dem schützen, was die erwähnt haben. Wäre denn nicht das die Lösung für das Problem? Also, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch. Ich glaube, der Markt wird das regeln. Glauben Sie das nicht? Also das ist ein typischer Wirtschaftsfreund. Der Markt wird es regeln. Also das ist Kapitalismus. Nein, also ich glaube, es wird immer ein Stoßen und Gegenstoßen geben. Also vielleicht sind die Angreifer sehr kreativ, neue Lücken zu entwickeln und der Markt wird reagieren. Wir können aber nicht erwarten, dass der Markt alle Risiken löst. Also sicherlich wird es auch Dienste geben, die Daten schützen, aber so, dass man dann weiß, wer die Daten nutzt. Aber ich glaube, es wird immer Schlupflöcher geben. Und wir müssen uns einfach sehr stark dessen bewusst sein, was für Schlupflöcher das sind. Das ist der Anfang. Das müssen wir wissen. Herr Rabe, Frau Kahl, David, das klingt so, als sei es nicht ein Problem von Leuten, die in der westlichen Welt leben, sondern als ob das Ganze ein globales Problem ist. Ihrer Ansicht nach, was wäre dann die richtige rechtliche Ebene oder institutionelle Ebene, sich mit dieser Herausforderung zu befassen, nicht nur die des Einzelnen? Wären das dann größere Wirtschaftsblöcke, die sich dem stellen sollten? Sollten das internationale Organisationen tun? Das hat nämlich so doch den Eindruck, als ob weltweit Menschen von dieser Bedrohung, von einem solchen möglichen Angriff betroffen werden könnten. Das könnte dann aber auch dazu führen, dass es gewisse internationale Solidarität geben wird, um genau diese Herausforderung wieder zu überwinden. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sogar sagen, ja, es gibt definitiv die Notwendigkeit eines multinationalen Ansatzes für Gremien wie die Vereinten Nationen, die da vielleicht eine Organisation ins Leben rufen können, die im Grunde genommen dazu da ist, Unternehmen zu unterstützen, besser die Daten zu speichern und dafür zu sorgen, dass die Daten eben nicht überall unrechtmäßig gehandelt werden. Ich glaube, das ist schon ganz notwendig. Auch, also gerade die Vereinten Nationen, und vielleicht auch die CDBTO, sowas wie eine Art Atomüberwachung, sollte es dann auch als Datenüberwachung geben. Es gibt ja diese Behörde, die prüft, ob irgendwo in einem Land Atomwaffen getestet werden und sowas müsste es dann vielleicht auch bei Daten geben. Frau Kahl, leider, jetzt geht das Mikrofon. David, ich habe eine Präsentation, wie Ihnen zugehört und festgestellt, da gibt es irgendwie ein Kompetenzloch von Ihrer Generation, in dem was wir wissen und meiner Generation, unsere Generation, und in dem was wir wissen. Wenn man von Talent-Management-Seite ausspricht, würde ich mal sagen, was sind denn Ihre Ideen? Wie kann man
den Rest der Welt mit den Kompetenzen ausstatten, die wir brauchen. Denn wir haben hier wirklich zwei verschiedene Welten, was Daten und ja, die Datenlesefähigkeit betrifft. Also einfach in der Lage zu sein, so auf gleicher Augenhöhe mit Ihnen die Dinge überhaupt anzusprechen. Ich glaube, auch das ist ein sehr guter Punkt. Eines, das ich in den letzten 5 Jahren gesehen habe, ist, dass die Menschen sich ihrer Daten einfach deutlich bewusster sind als vorher. Die Präsentation, die ich heute gehalten habe, ich kann mich daran erinnern, dass ich das vor 5 Jahren gesagt habe. Da haben meine Freunde gesagt, na und? Ist doch egal, mir ist das eigentlich nicht so sehr wichtig. Aber ich glaube, jetzt werden sich die Menschen doch deutlich bewusster, was es da alles bedeutet. Natürlich, es gibt noch immer eine Kluft, Wissenskluft. Auch ist nicht jedem klar, was die zukünftigen Bedrohungen sein werden. Aber ich glaube, wenn es irgendwie doch ein Gremium gibt, das den Menschen Informationen gibt über zukünftige Bedrohungen, wo auch immer, wie auch immer, vielleicht in einem Medium, das die Leute auch besser verstehen. Wenn das etwas ist, das an Unis oder so unterrichtet wird, das muss es auch in Grundschulen unterrichtet werden. Auf diese Art und Weise kann man die Wissenslücke doch etwas schließen. Julie? Vielen Dank, David, dass Sie diesen wichtigen Punkt angeführt haben. Wenn ich mir Gedanken über diese Probleme mache, und das mache ich ja andauernd, wie Sie ja wissen, arbeite ich ja mit allen möglichen Dingen, Embedded, Artificial Intelligence, Blockchain, Kryptowährung und so weiter. Da gibt es massenweise Daten. Das sind alles Daten, die ja nicht löschbar sind, die es auf ewig geben wird und die potenziell natürlich gehackt werden können mit entsprechenden Quantenmethoden. Denn da gibt es hier sicherlich im Quantencomputing Entwicklungen. Ich sehe das aber auch, was das bedeutet bei meinen Kindern. Denn so wie ich bin, bin ich eigentlich relativ mir dessen bewusst, dass die Kinder auch Datensicherheit pflegen müssen. Aber sie beschweren sich immer, dass ich dafür sorge, dass sie VPN nutzen und all diese anderen Dinge, die die Eltern und Kinder, ja, die Eltern den Kindern sozusagen aufoktroyieren. Aber letztendlich haben wir doch Probleme mit Identität, Self-Serving-Identität und allen Dingen. Aber es gibt immer so einen Austausch. Wie kann ich meine Privatsphäre schützen und was ist bequem für mich zu tun? Und letztendlich haben wir ja nur bestimmte Bandweite des Denkens über unsere eigenen Entscheidungen. Und deshalb ist die Frage, Technologien wie große Unternehmen wie Ocean, die eben gebaut werden, um Datenmarktplätze, Datenkontrolle, Datenzugang zu betreffen. Also wir müssen doch alle wahnsinnig viele Entscheidungen machen. Wie können wir die Komplexität dieser Entscheidungsfindung reduzieren, sodass sie nicht ja zu dem, nein zu dem, ja hier, ja da, nein da durchklicken muss, denn sonst werde ich nicht nur 5 Stunden am Handy verbringen, sondern 24. Vielleicht gibt es darauf auch mal eine schnelle Antwort. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Ja, natürlich, ich muss zuerst einmal sagen, eine direkte Antwort habe ich nicht aus meiner persönlichen Erfahrung. Immer wenn ich nach Europa komme oder eine Website besuche zumindest, dann ist das Erste, was ich sehe, ist immer Cookies. Und dann kommt, akzeptieren Sie Cookies und man akzeptiert sie. Das sieht man in Amerika überhaupt nicht. In Europa ist das so. Natürlich ist es bequem, wenn man diese Plattform nutzen wird, dann muss man einfach sagen, klar, accept. Also man akzeptiert die Cookies. Ich glaube, wir befinden uns jetzt in einer Situation, wo diese Plattformen, die wir nutzen, uns so viel Wert geben, dass wir die Bedrohung gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist also sehr schwer zu sagen, nein, also Amazon oder Uber oder viele dieser anderen Apps, die wir alle nutzen. Also ich würde sagen, ich habe, wie gesagt, keine Antwort, wie wir die Komplexität dieser Entscheidung reduzieren können und trotzdem auf der gleichen Ebene noch die Vorteile wahrnehmen können, uns aber der Bedrohung bewusst sind. Aber ich glaube, im Laufe der Entwicklung, wenn wir mehr Zukunft haben, dann sehen wir auch die Bedrohung. Wir haben das gerade jetzt bei WhatsApp gesehen. Und ich glaube, durch solche Geschichten werden die Menschen sich einfach dessen deutlich mehr bewusst, was mit den Daten machbar ist, dass Daten strategisch einsetzbar sind. Und ich glaube, das wird dann dazu beitragen, dass wir auch die Komplexität der Entscheidungsfindung reduzieren. Sophie, ich bin von der Grünen Fraktion im Deutschen Parlament. Meine Frage bezieht sich sehr auf das, was Sie gerade gesagt haben. Viele Leute glauben, ja, wir brauchen ja diesen freien Datenfluss, wir brauchen auch die große Datenkonzentration an den Plattformen, weil dadurch Innovation geschaffen wird. Was würden Sie dann sagen? Und die zweite Frage, Sie hatten ja die Tatsache erwähnt, dass die Wettbewerbsbehörden tatsächlich auch die Frage Datenkonzentration angehen. Im Bundeskartellamt wird gerade eine Entscheidung zum Thema Facebook getroffen worden sein. Da ging es aber nicht darum, Schutz gegen Malware oder böswillige Absicht handelnde Personen zu bereiten, sondern Datenschutz zu bereiten. Glauben Sie, dass Datenkonzentration auch ein Thema ist, das sich die Wettbewerbsbehörden vornehmen sollten, unter dem Aspekt, den ich gerade genannt habe?
Nun, es gibt da zwei Ansätze. Ich glaube, dass selbstverständlich die Datenkonzentration etwas ist, das sich die Wettbewerbsbehörden anschauen müssen. Vor allen Dingen, dass die der Person, die die Daten hat, nicht notwendigerweise jemand ist, dem wir vertrauen können und dem wir auch gerne nehmen. Das sehen wir sehr oft. Die Frage ist dann, wie können wir die Konzentration der Daten begrenzen? Wie können wir Daten verteilen über unterschiedliche Unternehmen zum Beispiel, um auch dadurch einen Wettbewerb in Gang zu bringen? Das sind sicherlich einige der Ansätze für die Zukunft. Ein anderer Ansatz, den die Behörden erwähnt haben, ist, glaube ich, auch hier angesprochen worden, auch in Großbritannien im Übrigen. Da ging es nämlich darum, wie können wir dafür sorgen, dass Google Daten mit anderen Plattformen teilen kann und wie können diese Plattformen dann die Daten von Google nutzen, so dass man aber vielleicht eine nicht anzeigengestützte Privatsphäre haben kann. Wenn man solche Projekte sieht, dann ist es aber schwer, es ist unglaublich schwer, die Google-Daten zu de-anonymisieren. Jede Wahl, die ich treffe, kann zur Identifikation helfen. Es ist also unglaublich schwer, die Daten zu limitieren, die Unternehmen haben, wenn sie sie auch einmal haben. Und ich glaube, letztendlich wird das sicherlich ein ganz großes Risiko für die Privatsphäre darstellen. Ja, David, wir haben hier noch ein paar Experten für diese Frage. Herr Karl, glauben Sie, könnten Sie vielleicht diese Frage beantworten von Ihrer Sicht? Nein, kann ich auch nicht. Das ist noch eine ganz schwierige Frage. Wir haben das hier gesehen, das Bundeskartellamt mit der Facebook-Entscheidung hat im Grunde genommen eine Entflechtungsentscheidung getroffen für diese Daten. Das Datenscrambling hat Unternehmen also im Grunde genommen gebeten, die Daten stärker separiert zu halten als vorher. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir all die Risiken verstehen. Dann können wir auch weitergehen, diese Risiken wirklich anzugehen. Wie wir gehört haben, haben wir im Moment diese ganz offenen Vorstellungen, auch noch im Rechtsrahmen, sowohl im deutschen wie im europäischen Kartellrecht, können wir erstmal versuchen, das zu verstehen. Und ich glaube, wir werden mehr und mehr Bewegungen sehen hin zur Dekonzentration von Daten oder zur diesem Marktdominanztest, dass wir da Bestrebung sehen, Dinge klein zu halten. Aber ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der tatsächlichen Rechtsdurchsetzung, denn sehr oft ist es so, dass viele der Bereiche, die noch nicht besetzt sind, eine Art Innovationsverzerrung darstellen. Das ist noch nicht ganz bewusst geworden. In der Diskussion ist da ein bisschen drauf abgezogen worden. Versuchen wir es doch mal, wie es geht, und dann können wir immer noch sehen. Ja, ich würde sagen, wir sollen innovativ sein, auch in der Rechtsetzung, und wir sollten nicht da keine Sorge haben, dass wir das nicht ändern können. Wir sollten nicht sagen, 10, 15 Jahre bleibt das dann bestehen. Wir müssen sozusagen eine Generalprobe durchführen. Und wir haben immer gelernt, dass Agilität die beste Art und Weise ist, uns mit solchen Themen zusammensetzen. Nicht überregulieren, nicht zu sehr ins Detail gehen und nicht auf jedes einzige Risiko eingehen. Das ist natürlich keine Antwort auf die eben gestellte Frage, aber ich glaube, damit kann ich ein bisschen etwas beitragen zu der Einstellung, die wir brauchen. Angst haben wir nicht, aber uns der Risiken bewusst sein. Das müssen wir sein. Und wenn wir das sind, dann können wir uns überlegen, wie wir das dann rechtlich fassen können. Und ich glaube, wenn wir so weit sind, dann werden wir zur Sicherheit, zur Bildung beigetragen haben und Innovationsempowerment sicherlich auch befördert haben. Vielen Dank. Noch eine zweite Bemerkung. Ich glaube, wir brauchen noch ein Mikro. Jetzt funktioniert es. Wunderbar, es funktioniert. Ich habe zwei Bemerkungen, die ich machen möchte. Zunächst einmal brauchen wir zwei Veränderungen der Denkweise, und zwar global, nicht nur in Europa. Das erste ist, dass Daten, wenn Daten nicht beim Eigentümer sind, dass es da eine Haftung geben muss und dass es da Strafen geben muss, beziehungsweise das Risiko beim Vorhalten privater Daten, dass das Unternehmen da also vorsichtig sein müssen. Ich glaube, die Datenschutzgrundrechtsverordnung ist hier ein sicherlich erster Schritt. Und Europa führt uns hier wirklich in die richtige Richtung. Wenn man Daten, private Daten, auch ein haftbares Gut macht, dann wird das wieder zurückgedrängt, wenn die Leute, die auch die Eigentümer dieser Daten sein sollten. Zweite Sache, das, was Dr. Konrad gesagt hat, klar, wir haben alle in unseren Wohnungen Türen. Das ist nämlich deshalb so, weil dort unser Eigentum ist. Aber im Internet ist unser Eigentum überall verteilt. Wie können wir all diese Dinge wieder zurück zu uns holen oder zumindest transparent wissen, wo sich was befindet?
Und da gibt es jetzt auch neue Technologien durch Kryptowährung, Blockchain und alle diese Dinge, wo wir sehen, wir versuchen wieder Kontrolle über die eigenen Vermögensgüter, ob Daten oder andere, zurückzugewinnen und dass wir die dann sozusagen virtuell verschließen können. Das ist eine andere Art von Änderung der Denkweise, dass Leute begreifen, sie können wieder das Eigentum ihrer eigenen Daten zurückerlangen, auch wenn wir uns die Kontrolle schon total verloren hatten. Das waren die Beobachtungen, die ich anführen wollte. Helmut Meyer, bitte. Vielen Dank. Ich möchte die Diskussion auf eine etwas breitere Basis stellen. Ich glaube, Sie haben auch die Frage des Vertrauens gestellt. In einer Gesellschaft gibt es einen Wert. Und dieser Wert hängt zusammen mit der Frage, wem kann ich trauen? Rachel Botsman hat ein berühmtes Buch zu diesem Thema geschrieben. Und Vertrauen in einer digitalen Gesellschaft verändert sich, bewegt sich weg von Regierungen und Institutionen hin zu Algorithmen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie gehen wir damit um? Ist die größere Gefahr, die es gibt, nun die Regierung, die Kontrolle, die Überwachung seitens Staaten oder ist diese größere Gefahr ausgehend von Regierungen, die durch irgendwelche gesetzgeberische Dinge da sind? Es gibt aber Bereiche, wo wir die Tür nicht verschließen, wo wir sagen, wir vertrauen unseren Nachbarn. Und die Frage in zukünftigen Gesellschaften ist, wo können wir genau dieses Vertrauen, diese Menge an Vertrauen finden? Mandy Korabe, it's very complex. Das Ganze ist eine sehr, sehr komplexe Aussage hier. Ja, vielen Dank, dass ich eine zweite Frage stellen darf. David, in Ihrer Eigenschaft als globaler Bürger, der tatsächlich auf drei Kontinenten zu Hause ist, da möchte ich eine Frage stellen. Was kann Europa tun? Denn was wir sich entwickeln sehen in zum Beispiel Russland oder China, die sagen, sie müssen ihre Länder schützen, dadurch, dass sie das Internet lokalisieren, dass sie das nationale Internet auch kappen können. In einer Situation, wo irgendein Angriff, auch institutioneller Angriff seitens anderen Staates gefahren wird, brauchen wir als Konsequenz aus diesen Bestrebungen vielleicht ein europäisches Internet? Ich glaube, dass eine der positiven Situationen Europas darin besteht, dass Europa ein großer Markt ist, ein großer Markt für sehr viele Unternehmen. Viele Technikunternehmen generieren etwa 30% ihres Einkommens aus Europa. Also Europa ist vielleicht nicht notwendigerweise der Innovationshub, zumindest noch nicht, hat Europa trotzdem die Möglichkeit, Regularien zu erlassen, zu formulieren, die diese ganzen Unternehmen in die richtige Richtung lenken. Deshalb würde ich sagen, die Aufgabe Europas ist eben genau diese. Und das hat Europa ja auch schon angefangen zu tun. In Europa wird ein neuer Rahmen, ein ganzes Rahmenwerk von Regularien geschaffen, dem Unternehmen dann folgen müssen. Und darüber wurde auch schon anfangs dieser Veranstaltung gesprochen. Was ein sogenanntes europäisches Internet betrifft, ich glaube, das geht auch gegen die Werte Europas. Offenheit, Informationsfreiheit. Daher würde ich postulieren, dass das vielleicht nicht die Strategie ist, die man wählen sollte. Ich glaube nicht, dass Isolierung notwendigerweise eine Lösung darstellt. Zumindest sehe ich das so. Möchten Sie dem vielleicht noch etwas hinzufügen? In einem Moment, ja. Also ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Es gibt noch eine Frage, da müssen wir zum Ende kommen. Ja, hier ist das Mikrofon. Birgit Hensen, ich bin Freundin von Flick und Gronkow. Ich habe auch in den Medien schon gearbeitet. Eine Idee ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Solange wie das Wort Startup gleich mit Geld gesetzt wird, wenn es verkauft wird, wenn das aber nicht gleich Geld bedeutet, dann kann man das vielleicht auch kontrollieren. Oder meint die Dame vielleicht Daten? Sie meint Daten, Entschuldigung. Die Dolmetscherin hatte Startup verstanden. Sie meint Daten. Antwort. Daten kann man nicht immer kontrollieren, weil Daten eingesetzt werden für viele Dinge, die anders zu nutzen sind. Bei Google ist es so, dass die Werbung personalisiert auf die bestimmten Nutzer zugeschnitten wird. Und damit kann man dann natürlich auch Geld verdienen. Ich fürchte, wie wir schon festgestellt haben, Sie haben natürlich recht, aber wir haben auch gehört, dass wenn jemand eine bessere Idee hat und vielleicht manipulativ ist, dann geht es nicht notwendigerweise nur um Geld, dann geht es auch um Macht, die jemand erlangen möchte.
Ich würde die Diskussion jetzt hier abschließen, denn es wird auch komplex und sehr schwierig. Was ich aber glaube, ich besonders interessant finde, ist, dass es drei Dinge gibt, die man berücksichtigen muss. Einmal gibt es eine Art persönliches Bewusstsein dafür, dass wir sagen müssten, hey, hier sind unsere Daten, da kann auch was schiefgehen. Dann gibt es die Verantwortung von Unternehmen, von Plattformen, wo auch die Frage des Vertrauens eine Rolle spielt. Wem vertrauen wir? Dürfen wir vertrauen? Und der dritte Teil ist dann der Teil, der das Recht betrifft, da wo wir sagen, da sind die ganzen Kommissionen, die Monopolkommission, die ganze Datenschutzfrage, da kommt das System mit ins Spiel, dem wir vertrauen können. Also das sind, glaube ich, die Bereiche, die alle zusammenkommen müssen. Und ich glaube, hierbei sollten wir es für heute belassen. Damit danke ich Ihnen allen sehr herzlich, allen Teilnehmern. Und ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt. Es ist ein sehr großes Feld, aber auch ein sehr spannendes. Und wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, sehr viel mehr. Denn diese Zeiten, in denen wir leben, sind sehr gefährliche Zeiten, aber für mich persönlich auch sehr spannende. Und ich glaube, meine Tochter, die hier heute auch anwesend ist, die wird mich eines Tages mal fragen, warst du dir dessen bewusst, was sich da abgespielt hat? Und ich glaube, das ist etwas, das sollten wir mehr in Betracht ziehen. Nachzudenken, wo unsere Reise hingehen soll. Und zwar nicht nur mit unseren Daten, sondern auch mit Europa. So, danke.